Komm nach draußen, schnell! Benjons Armee ist im Anmarsch! Was? Tja. Oh gut, was los? Ach du Scheiße. Was hat die hier zu suchen? Noch sind keine 3 Tage verstrichen. Das scheint sie nicht zu interessieren. Sie wollen das Schloss zurück. Gehorchen wir nicht, greifen sie an. Sie haben wohl darauf gewartet, bis der Clan der Falken und die Krieger aus Gallia das Schloss verlassen haben. Ach, sie meinen wohl jetzt, da wir allein sind, könnten sie uns überrumpeln, was? Sie haben wohl keine Ahnung, mit wem sie es hier zu tun haben. Zeigen wir ihnen, was es heißt, sich mit Grellt Söldnern anzulegen. Auf eure Position, wir machen sie fertig. Jawohl, das nenne ich meine Ansprache. Södolle. 16 Leute können wir mitnehmen. Hallalala, das ist ja eine ganze Menge. Die sind auf Rückzug, die können wir logischerweise nicht mitnehmen. Wir nehmen aber nur 15 mit, ich sehe das schon. Weil wir ja Titania entwaffnet haben, was vielleicht nicht ganz so klug war. Aber egal, wir kommen auch mit 15 Einheiten klar, denke ich. Bin mir eigentlich recht sicher, dass wir das packen. Ja, das war's schon. Dann gucken wir uns doch mal alles an. Eine freie Position. So, wir haben... ich würde gerne hier unten absichern, auf der unteren Ebene, nicht auf der oberen Ebene. Da fühle ich mich zu sehr eingeengt, wenn ich hier oben... wenn ich hier oben schon absichere. Ich sehe gerade, wir haben Ballista. Das heißt, auch ohne Bogen nehmen wir Shinnon mit. Dann kann der nämlich, wenn er lustig ist, so ein paar Ballista bedienen. Ballistä. Ja. Wir müssen hier die Breschen zustellen. Müssen hier Breschen zustellen. Ist das hier nur eine? Ja. Das heißt, wir brauchen hier 5 Einheiten. 6 Einheiten. Ja, wie machen wir denn das? Also wir haben ja genug Einheiten, die wir da hinstellen können. Die werden ja recht selten getroffen, auch wenn sie von unten angegriffen werden. So, hier laufen viele Schwertkämpfer rum. Das heißt, hier wären Axtleute ganz gut. Beut? Du hast eine Axt. Mit Darahan möchte ich wieder ausschwärmen und mal gucken, was wir unten auf der Karte so machen können. Denn dem Boss könnten wir einen Energietropfen klauen. Schade, dass wir den nicht kriegen, aber wahrscheinlich komme ich sowieso wieder nicht rechtzeitig hin. Itemmäßig haben wir hier... überhaupt irgendwas? Ja, Münzen und ein Olivikraut. Ja, Münzen, ehrlich, Münzen haben wir so dermaßen viele. Eine Münze ist hier. Eine Münze ist hier. Und eine Münze ist hier. Neben dem Magier. Für alle, die es interessiert. Aber ich denke, die werden wir mal links liegen lassen, die Münzen. Weil ihr seht es ja auch schon, wir haben kaum Geld zum Schmieden. Deswegen brauchen wir, glaube ich, so viele Münzen gar nicht, da wir auch viel importiert haben aus Path of Radiance. Aber wir sind immer noch dabei, die Positionen irgendwie zu... Mit Rolf möchte ich dann hier hingehen. Shinnon, du kannst ja auf jeden Fall mal hoch. Ballista bedienen und so. Alja braucht da auch nicht hin. Da hätte ich gerne... ja, Brom, weil nur Brom noch eine Axt hat. Hier links... wenn wir hier zustellen, kommen die allerdings hier sowieso nicht hoch. Oder ob wir hier zustellen.
Das wird mir so eng. Kein Platz, mich zu bewegen mit meinen Einheiten hier oben. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wir lassen aber auch erstmal Alia hier hinten. Und Darahan auch. Getfi brauchen wir auch hier vorne erstmal. Wir müssen Sorin erstmal oben lassen. Denn wir müssen hier mit zwei guten Einheiten zustellen. Da denke ich an Getri und Nefene. Oskar können wir auch ähnlich nutzen wie Darahan. Wenn hier nicht immer alles blockiert ist. Können wir mal rausreiten und den einen oder anderen angreifen. Sorin. Wo kriegt Sorin denn vermeintlich viel zu tun? Bestimmt hier. Ist natürlich jetzt auch schade um die ganzen Einheiten, die hier nur Nahkampfwaffen haben. Ich denke da zum Beispiel gerade an Mia, die auch noch die richtige Affinität hat zur Karteneigenschaft. Okay. Sorin tauschen wir mal mit Shinnon. So. Gut, dass wir Illyana doch nicht die Zauber weggenommen haben, denn hier können wir sie bestimmt noch ganz gut nutzen. Okay, Items brauchen wir keine. Die Lage gucken wir uns noch an. Die sind 43 Leute, wir sind 16 und müssen 10 Züge lang verteidigen oder den Boss besiegen. Boss besiegen wäre wie immer schön. Man könnte auch mit ein, zwei starken Einheiten ja hier durchstürmen auf dem Feld. Also zum Beispiel mit Ike und Darahan oder so. Das würde funktionieren. Könnte funktionieren. Ist keine Garantie. Und bevor wir jetzt den Angriff starten, muss ich eine ganz kleine Unterbrechung machen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir hier mitten im Kampf sind und den Angriff gestartet haben. Bis gleich. So, da sind wir wieder und starten. Und starten, wenn meine Fernbedienung wieder Kontakt hat. Jetzt. Los geht's. So, 10 Züge verteidigen. Das wäre ja prinzipiell kein Problem. Ansonsten glaube ich auch zu wissen, dass es hier bei keinem Gegner mehr irgendwelche guten Items gibt. Außer eben wirklich den Energietropfen beim Boss. Ah ja, hier ein bisschen Fernmagie. Ja, ich gucke die jetzt nicht alle einzeln durch. Plan war der. Oh, oh, ich glaube mit Boyd, das war hier allgemein keine ganz so tolle Idee. Die haben nämlich alle eine Angriffsgeschwindigkeit und doppeln Boyd. Oh, wie ätzend. Wobei, Brom hat ja Reizen. Insofern probieren wir das mal. Ha, nee, wir machen das ganz anders. Wir stellen hier oben zu. Dann brauchen wir hier keine zwei Leute, sondern nur einen. So, du wartest da und du wartest hier. Mit der Stahlaxt, aber bitte. Gut, 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 gut. Hätten wir das. Dann. Sorin, du kommst schon mal hier an die Bresche. Kannst auch gleich mal reden.
So. Rüsten ihm mal Feuer aus. Und warten. Oh, jetzt könnte es eng werden. Nee, passt. Mia. Wartet mal. Ja, Rice kommt noch nicht ganz hin. Geht aber auf jeden Fall runter. Rolf? Oh, verdammt. Kommt ihr schon hoch? Einer kommt hoch. Wenn wir jetzt Mia hier hinstellen, sollte da ja keiner mehr hochkommen. Sehe ich das richtig? Das sehe ich absolut richtig. Gut. Denn dann geht Rolf hier hin. So. Die gute Iliana holen wir mal einfach nach hier unten. Hier oben oder hier machen wir dicht. Mit Gatry. Die haben Schwerter und Lanzen. Lassen wir ihm trotzdem die Axt ausgerüstet. Ja. Machen wir. Nifine. Oh, crap. Er kommt aber auch nicht hoch. Und ihr kommt doch da auch nicht hoch, oder? Doch, der würde hochkommen. Das heißt, wir müssen erstmal hier zustellen. Geben dir mal den Kurzspeer dafür. Hoffentlich verteidige ich nicht zu offensiv hier. Weil wir doch sehr viele Lücken schließen müssen. Du kommst erstmal nach hier. Du kannst nämlich dann gleich mal Iliana besingen, denn die hole ich hier rüber. Die holen wir hier rüber. Daran. Ab an die Front. Shinnon. Ballista. Wen könnt ihr denn mal? Den Magier. Das kann er ja gerne tun. Dann holen wir Heather noch runter. Ah, ich habe jetzt auch beim Aufstellen mal wieder gar nicht auf die Supports geachtet. Schlecht. Dumm. Gatry und Rice haben Support. Die stehen ultra weit voneinander weg. Mia und Soren stehen gut. Brom und Nefene stehen natürlich auch nicht optimal. Um genau zu sein. Scheiße. Aber hier, ja. Ach. Egal. Muss halt ohne Supports gehen. Ich muss jetzt auch mal gucken. Ich glaube auch, dass die Gegner hier gar nicht so stark sind. Nee, das ist in den Verteidigungsleveln meist so, dass die Gegner da nicht die großen Reißer sind. Aber da macht es dann halt die Masse. Ike, du darfst nach hier in Richtung Oscar. Trotz Reizen geht er auf Boyd, weil er ihn doppelt. So ist es. Ich denke, hier müssen wir mit Alia immer dahinter sein und heilen. Sonst wird das mit Boyd nix. Ja, um Brom mache ich mir hier eigentlich echt die wenigsten Sorgen.
Magier. Hier wäre jetzt natürlich Magie auch nicht schlecht. Also Illyana doch da stehen lassen. Ich überlege, mit wem ich hinten diese beiden Breschen hinten links zustelle. Da ist Mia eigentlich zu schade für, um die da stehen zu lassen. Da könnten wir Heather hinstellen und... keine Ahnung, wer das und sein könnte. Relativ viele Magier, da so ein oller Heiler, den knöpfen wir uns, glaube ich, mal mit der Ballista vor, wenn wir rankommen. Oh, hier wird Rolf das managen, da habe ich überhaupt keine Angst. Level up. Nicht so gut. Stärke ist schon gut. Aber es hätten halt ein paar Werte mehr sein können. Dafür latzt er ziemlich gut rein mit seinem Stahlbogen, der gute Rolf. Und wenn Rolf sich so gut weiterentwickelt, wie von dem Level ab hier mal abgesehen, dann wird das auch... Aber hallo. So, jetzt, wir gucken jetzt erstmal. Lasse ich das erstmal so zwei, drei Züge lang einpendeln und vielleicht können wir dann auch schon mit ein, zwei Einheiten vielleicht rausrücken. Wir werden sehen. Ja, wir müssen jetzt hier unbedingt dicht machen. Unbedingt. Ich denke auch, wir werden... Was machen wir denn mit Illyana? Der stellt sich jetzt hier rein und bleibt da stehen, bis er schwarz wird. Heather würde hier hingehen können, wo Mia steht. Ike. 14. Soren kann sich hier an den beiden erstmal richtig austoben. Kann sich Rice denn auch austoben? Ja. Erstmal gucken wir ganz kurz Shinnon. An den Heiler kommen wir nicht ran. Kommen wir denn von hier ran? Nein, kommen wir auch nicht. Gut, dann können wir den erstmal nicht heilen. Wenn wir jetzt Illyana nach hier holen würden, indem wir sie auf jeden Fall erstmal hier hinstellen. Ich habe auch gar nicht gespeichert. Jetzt. Heather hat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso könnte sie theoretisch hier hingehen? Ach, da oben rum. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen ja erstmal... Hahaha! Ich hasse es. Also... Rise hier und greif einfach mal an. Die können hier eh nichts.
So, Mia müssen wir da stehen lassen. Heather holen wir schon mal nach hier hinten. Mit Oscar reiten wir nach hier. Und setzen auf jeden Fall mal den Kurzspeer ein. Und warten. Du kannst singen. Und da warten. Dann geht Iliana hier hin und trainiert mal ein bisschen Feuer und Wind. Von hier oben hat sie auch gute Trefferwahrscheinlichkeiten, logischerweise. Okay, Magie, Resistenz sind zwei gute Werte. Wobei mich Geschwindigkeit viel, viel mehr freuen würde, liebste Iliana. Da sieht es nämlich mal so gar nicht gut aus. Okay. Boyd darf erstmal wieder sich hier ranwagen. Oh, das war auch riskant, weil der hat ja Crit-Wahrscheinlichkeit. Hoffentlich trifft er. Huh. Gut. So, und jetzt geht's hier ans Heilen. Erstmal können wir reden. So, so, Boyd. Ich kann heute keiner aufhalten. Schön. So, Alia darf dich hochheilen. Und kriegt ein Level up. Der sich sehen lassen kann, aber ist ja auch erst auf Level 3. Brom. Tob dich doch mal mit dem Schwert aus. Ist auch geil, dass Brom zu 100% trifft und der Myrmidone nur zu 72%. Level up! Ah, gut. Gut, 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 gut. Wie sieht die Verteidigung denn aus? Dürfte noch einer fehlen oder zwei. Juti, Brom, das sieht ganz okay aus. So, dann ist hier alles erledigt. Sorin darf jetzt abgehen. Doppelt aber hier auch nicht. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir hier Gegner mit Fernwaffen haben. Gerade bei Ryze ist das sehr gefährlich, bei einer Verteidigung von 8. Sorin ist da mit 14 eigentlich gut genug dabei, dann hält auch mal locker einen Treffer aus. So, Rolf kann hier gar nichts machen. Das ist schade. Ike, lassen wir einfach mal kurz mit Oscar schwätzen. Und kann warten. Shinnon. Hau dem mal einen rein. So. So, jetzt geht's hier unten weiter. Perfekt. Ist natürlich auch immer das Risiko, wenn hier Einheiten immer nachrücken. Wenn Nefine zum Beispiel jetzt ein paar Einheiten hintereinander besiegt und dann immer mal getroffen wird, dann kann das auch ganz schnell ganz böse ins Auge gehen. Zweimal 11, ja.
Und dann darf gleich Darahan noch ran. Und auch hier Level Up für Gatry. Okay. Gucken wir auch hier mal kurz. Geschwindigkeit schon auf Maximum. KP auch auf Maximum. Gatry ist auch schon gut von Werten her. Gibt's ja mal nix. So, wen darf denn Darahan? Hier ist ein Armbrust-Hansel. Darahan, du nimmst einfach mal irgendeinen von denen hier. Oh, ich weiß wieder die Waffenlevel nicht. Alles voll ist vollkommen egal, mit was wir hier angreifen. Oh, den doppelt er. Ja, dann bitte. Mit Darahan könnten wir echt versuchen, hier mal in die Offensive zu gehen. Der ist schon ziemlich gut. Erstmal ziehen wir uns aber nochmal wieder zurück. Können auch hier runter, aber letztendlich bringt es uns nur Erfahrung. Wir müssten schon auch mit Heather hier runter, um da irgendwie den Boss beklauen zu können. Was bei meiner Spielweise ja mit ziemlicher Sicherheit nichts wird, das weiß ich selbst. Aber jetzt können wir hier erstmal nichts mehr machen in dem Zug. Und lassen die Gegner ran. Narren! Begreift ihr nicht, dass wir in der Überzahl sind? Ihr habt euch mit den Lagus verbündet und das Imperium verraten. Der Senat wird glücklich sein, euersgleichen tot und begraben zu wissen. Ja, ja. Wenn du meinst. Ach, jetzt hat Reizen gegriffen. Oh yeah, endlich. Endlich Waffenlevel gestiegen. Fernwaffe. Daneben. Brom hat auch, sehe ich gerade, in der Animation, hat auch so eine geile Wolverine-Frisur. Mit rechts und links ziemlich breiten Koteletten. Ja, hier gibt es nichts doppelt. So, jetzt Geschwindigkeit, Beut. Hopp, hopp, hopp. Das wäre so gut. Natürlich nicht. Also Beut will sich einfach nicht gut entwickeln. Gefällt mir nicht so ganz. Den würde ich jetzt gerne erstmal ausschalten. Irgendwie. Müssen wir mit Brom auf die Fernwaffe gehen. Oh, wir brauchen hier einen Heiler. Das meine ich jetzt auch mit dem Wegreiten und Hinreiten. Und dann haben die alle... Der hat jetzt schlechte Trefferwahrscheinlichkeit. Aber der andere mit 50%... Ja, ja, noch so einer nämlich. Boah. Huh. Das Ausweichen war gut und wichtig. Level up. Boah, wie bitter. Wie bitter. Die stellen sich alle an bei Sorin. Okay, er will unbedingt auf Rolf.
Ich glaube, das wird er bereuen, weil Rolf einfach mal crittet. Armbrust. Wir brauchen hier bei Nefini auch einen Heiler. Oder wir stellen einfach mal Darahan kurz rein und ziehen Nefini raus. Denn so wird das eine enge Kiste.